Für alle wieder ein Paar. Wieso hast du mir so weh getan, du verdammter Idiot? Na warte. Das machst du nicht noch mal mit mir. Mir nie mehr wehtun. Nie mehr. Das ist ein Irrtum. Ach ja, was Sie sagen. Ich schwöre, ich habe nichts Unrechtes getan. Ich bin unschuldig. Mr. Capwell, offensichtlich haben Sie nicht verstanden, in welcher Lage Sie sich befinden. Es hat keinen Zweck, hier rumzuschreien. Es hört Ihnen sowieso niemand zu. Ja, Sie werden hier langsam verfaulen. Sie werden für eine sehr, sehr lange Zeit im Gefängnis sein. Nein! Lassen Sie mich hier raus! Bitte, ich gehöre nicht hierher! Ich habe doch nichts getan! Ich bin unschuldig! Das dürfen Sie nicht! Nein! Soll der Morgen flanken? Ist das nicht für Figaros Hochzeit? Das war der Bajazzo. Du liebst auch nur Mozart. Das tue ich auch. Aber nicht auf nüchternen Magen, Schatz. Wie kannst du nur an etwas so Profanes wie Essen denken, wenn wir zwei kurz davor sind, das Geschäft unseres Lebens zu machen? Wieso eigentlich nicht? Ich denke ans Essen, um den Genuss zu steigern. Du brauchst doch auch deine gute Nachtgeschichte. Dir gefällt ein guter Porno zur Nacht doch auch. Und während du dir einredest, ich kann das schon. Da kam er schon und sank erschöpft, aber sehr glücklich in seine Kissen zurück. Widme ich mich den weltlichen Dingen, und zwar diesem Schokoladendonut. Das ist hart, aber ich werde dir verzeihen. Wieso bist du so friedlich? Schätzchen, hast du etwa vergessen, dass wir fast am Ziel sind? Ich treffe Sissi heute um 1 Uhr. Das ist doch das, worauf wir immer scharf waren, die Perle in der Auster. Oder der Zuckerguss auf dem... Und Schokolade. Ja, gut. Ich kann es kaum erwarten, dass sie um Gnade bettelt und vor uns auf den Knien rumrutscht. Was ist das denn? Na, sieh an. Hast du im Preisausschreiben gewonnen? Also allmählich glaube ich wirklich an den lieben Gott. Es scheint, als würde er uns erhören wollen. Was meinst du damit? Hase, wir haben es endlich geschafft. Heute Nachmittag treffe ich mich mit Sissi Capwell. Und nun kommt diese Einladung. Pamela Capwell. Conrad wittert wohl ein Geschäft. Sie kriegt es. War das die Haustür? Was ist denn mit euch heute los? Ich hatte erwartet, dass ihr zwei um diese Zeit noch im Bett liegen würdet. Oder ist hier heute Nacht der Geist von Hal Clark rumgespukt und hat euch wachgehalten? Mason, lass mich die Neuigkeit erzählen. Neuigkeit ist gut. Also, ich habe da von einer Spur erzählt, einem möglichen Tatzeugen. Von diesem McElhaney? Gestern Abend haben wir den Mann ausfindig gemacht und mit ihm sprechen können. Und was weiß dieser Mann? Was hat er mit der Sache zu tun? Nach allem, was wir in Erfahrung gebracht haben, muss er der Letzte gewesen sein, der Hal Clark lebendig gesehen hat.
Ich war zunächst auch dieser Ansicht, doch was er mir dann erzählt hat, hat mich vollkommen überrascht und möglicherweise hilft es uns weiter. Trommelwirbel, bitte. Wir haben diesen McElhaney gefragt, was in der Mordnacht geschehen ist. Wie es aussieht, gab es noch einen zweiten Zeugen. In der Nacht, in der Herr Clark verschwand, war noch jemand im Bootshaus. Pamela, nimm dich doch auf den Arm. Du musst dir nur ansehen, was da drin steht. Ich weiß genau, was drin steht. Lies es laut vor, sei so nett. Ich will darin baden. Ich will es auskosten. Sehr geehrter Mr. Timmons, die Beweise, nach denen Sie im Zusammenhang mit Herr Clarks Verschwinden suchen, möchte ich nicht länger zurückhalten. Wir sollten uns möglichst schnell treffen, um unsere Interessen aufeinander abzustimmen. Aufeinander abzustimmen. Ist es nicht herrlich, wie sie sich ausdrückt? Ja, aber was heißt das denn im Klartext? Das ist doch ganz offensichtlich. Sie hat wahrscheinlich erfahren, dass ich sie einen Kuhhandel vorhat und mischt jetzt mit. Die Sache gefällt mir nicht. Schatz, irgendwann gefällt's dir. Ich bitte dich, es läuft doch alles. Was hast du nur? Das ist doch nur ein Haufen von übergeschnappten Millionären, die endlich mal über ihre eigenen Tricks stolpern. Und wir können davon profitieren, verstehst du? Diese Chance kommt nie wieder. Das ist uns in den Schoß gefallen. Und wenn wir das nicht ausnutzen, sind wir so dämlich, dass... Ja, das ist eine Chance für uns. Aber bist du wirklich so naiv zu glauben, dass sowohl Pamela als auch CC dich unbedingt sehen wollen? Und das ist nur ein Zufall. Sie hatten beide die gleiche Idee. Nein, ich denke, dass da etwas faul ist. Die wollen uns an den Kragen, das sag ich. Na, unbedingt, Liebling. Natürlich führen die Wasser im Schilde. Denkst du, das weiß ich nicht? Die wollen irgendwie ihre Haut retten. Jeder von ihnen will, dass nicht er, sondern der andere aufgehängt wird. Ich möchte nur nicht, dass es ausgerechnet dich erwischt. Deine Besorgnis ist rührend, aber ich habe keine Angst vor diesen Westentaschen, Macbeth, weil ich glücklicherweise in der stärkeren Position bin. Und sie werden alles tun, um sich selbst zu retten. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ich weiß, dass es eine Falle ist. Aber... nicht ich bin es, der in sie hineintappt. Vielleicht kommen wir einen entscheidenden Schritt weiter, wenn sich dieser McElhaney bereit erklärt, mit uns zusammenzuarbeiten. Nein, er will sich vermutlich nur wichtig machen, weil er irgendwie in die Zeitung kommen möchte. Ich glaube, da irrst du dich. Wir sind zu ihm gegangen, nicht umgekehrt. Wir können ihm vertrauen. Ich will erst mal erfahren, worum es geht. Was hat er gesagt? Also, in der Nacht, in der Herr Clark verschwand, hatte McElhaney auf der Old Beach Road einen kleinen Verkehrsunfall. Offensichtlich hatte er den Führerschein im Preisausschreiben gewonnen. Das hinterlässt doch einen guten Eindruck, wenn er aussagt. Würdest du weitererzählen, Julia? Ja gut, also sie tauschten ihre Adressen und Versicherungsnummern untereinander aus und dabei sah unser Zeuge, dass dann noch jemand im Wagen saß, ein kleiner Junge. Möglicherweise Herzog? Nein, Clark war kinderlos, alleinstehend. Er sagt, er wäre sicher, dass er gehört hat, dass Clark den kleinen Jungen Boomer nannte. Er hat sich das gemerkt, denn das Kind war am Kopf verletzt und Clark nahm es auf den Arm. Das Kind war vielleicht sogar Augenzeuge des Mordes. Ja, ganz genau. Aber was soll das heißen? Denkt ihr daran, diesen Kerl zu suchen und ihn zu fragen, ob er sich an etwas Bestimmtes in der Mordnacht erinnert? Ich weiß, dass es aussichtslos zu sein scheint. Ich glaube, dass das eine Sackgasse ist. Das war vor 30 Jahren. Mason, hör bitte auf. Was meinst du, Cruz? Ich bin nicht sicher, aber ich halte es für keine schlechte Idee, mit Scott Clark anzufangen. Er war Hells Neffe und weiß möglicherweise, wer der kleine Boomer ist und wo wir ihn erreichen können. Gute Idee. Ist Scott noch im Krankenhaus? Das wird sich leicht rausfinden lassen. Tja, ich setze eine Runde aus. Vorausgesetzt, ihr seid damit einverstanden. Ich sollte das vielleicht auch tun. Ruf mich an, wenn du was hörst. Läuft da irgendwas zwischen euch, oder was? Bis nachher. Da hast du sie. Unterhaltet euch gut. War vorsichtig. Ja, mach ich. Wie schön. Da gehen sie hin, rührend. Jeden Tag eine gute Tat. Das sind doch Spinner, wenn sie denken, dass das zu irgendetwas führt. Ich wäre lieber ein Spinner als ein Zyniker. Mach mir nichts vor, Mason. Du bist doch genauso besorgt wie wir. Spiel hier nicht die Rolle des Gleichgültigen, das nehme ich dir nicht ab, Bruder Herz. Ich weiß genau, dass du davor Angst hast, dass noch mehr hinter dieser Geschichte stecken könnte. Denn sonst würdest du dich doch nicht mit so viel Energie auf einen Mord stürzen, der fast 30 Jahre zurückliegt, nicht wahr? Also wie tief ist Dad drin verwickelt? Keine Ahnung. Aber er steckt sehr tief drin und ohne ein Wunder hat er kaum eine Chance. Endlich etwas Schlaf. Ich hasse diese Bereitschaftsdienste. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich möchte schlafen. Sind Sie Dr. Scott Clark? Nein. Sie hatten um 8 Uhr einen Termin, Dr. Clark. Das war vor einer halben Stunde.
Sagen Sie einfach, Sie konnten mich nicht finden. Wie bitte? Dieser dämliche Assistenzarzt mit seinen hirnverbrannten Ideen über Hypnose. Der kann warten. Sagen Sie ihm einfach, ich komme nicht. Wieso sagen Sie mir das nicht selbst? Dr. Clark, man hat mir zwar gesagt, dass Sie etwas schwierig sind, aber keiner hat erwähnt, dass Sie ein ignoranter Klotz sind. Wer sind Sie? Ich bin der dämliche Assistenzarzt mit den hirnverbrannten Ideen. Ich kann es nicht erwarten zu erfahren, wieso wir nicht jedes Mittel ausprobieren sollen, einschließlich Hypnose, um den Patienten zu helfen. Ja? Einen wunderschönen guten Morgen, Mrs. Conrad. Hier ist Keith Timmons. Mr. Timmons. Gut, ich habe damit gerechnet, dass Sie schnell reagieren. Ich sehe das doch richtig. Sie schlagen zwischen uns beiden ein Geschäft auf Gegenseitigkeit vor. Ja, aber wie soll ich mich ausdrücken? Ich möchte das lieber nicht am Telefon mit Ihnen besprechen. Wäre es möglich, dass wir uns heute treffen? Das ist selbstverständlich möglich. Ich habe um 1 Uhr zwar schon einen Termin, aber... Sagen wir, Sie könnten um 12 herkommen, oder? Ich besuche Sie in der Capwell Villa. Also, ich wohne nicht mehr dort, in der Capwell Villa. Sie können mich in meinem Haus treffen. Kein Problem, Mrs. Conrad. Ich komme um 12. Sie können sich darauf verlassen. Die Frau brennt ja geradezu darauf, mit uns zu handeln. Ich habe ihr angehört, dass sie sich kaum beherrschen konnte. Was ist mit Sisi? Wieso? Den treffe ich erst um 1, Hase. Ja, aber was dann? Ich werde ihre Aussagen abwägen. Natürlich ganz unparteiisch und fair und ebenso fair und unparteiisch entscheide ich dann. Ich denke, mein Urteilsspruch wird auf der Basis des höchsten Angebotes erfolgen. Da würde ich gern Mäuschen sein. Ich auch. Ich sehe schon, wie sie voreinander stehen und... sich an den Hals gehen. Das wird ein hübsches Gemetzel. Du hast mit Dad also noch einmal geredet? Mehr als einmal. Und? Er sagt, dass er nicht die leiseste Ahnung hat, was damals mit Hal passiert ist und leugnet jede Beteiligung. Was du allerdings nicht so ohne weiteres glaubst. Dass er kein Verbrecher ist, glaube ich ihm. Doch ich nehme an, er verschweigt etwas. Ich wünschte, ich wäre in der Lage, das auch so zu sehen wie du. Du warst doch schon immer der Meinung, dass er schuldig ist. Der Ausdruck Schuld ist vage und relativ. Und ich denke, dass unser Vater so ziemlich zu allem fähig ist. Wir sprechen über einen Mord, Mason. Zu einem solchen Verbrechen wäre er nicht fähig. Und wie lautet deine Theorie? Dass er jemanden schützen möchte. Logischerweise Pamela. Das ist keine Logik, sondern Wunschdenken. Übrigens sind alle bisherigen Beweise, und das sind nicht sehr viele, nur nebensächlich. Sie reichen für Keith allemal. Er hetzt seine Meute auf Daddy und Pamela, wenn wir ihn nicht aufhalten, das weißt du. Was schlägst du also vor? Rede mit Pamela. Augenblick. Eden, ich höre wohl nicht richtig. Du findest es absurd zu denken, dass unser Vater vielleicht ein Verbrecher ist. Stattdessen hältst du aber meine Mutter sofort für eine Mörderin. Nein, ich verdächtige niemanden. Doch vielleicht ist sie irgendwie darin verwickelt. Und wenn das stimmt, hat sie Angst und steckt in einer großen Klemme. Also versuch's, geh zu ihr, rede mit ihr. Versuch's nochmal. Du weißt, dass wir nicht viel Zeit haben. Und Pamela ist möglicherweise der einzige Mensch, der uns sagen kann, was damals tatsächlich geschehen ist. Es ist mir egal, was das kostet. Ich will, dass das noch heute, vor Geschäftsschluss, unter Dach und Fach ist. Ja, rufen Sie zurück, wenn ein Angebot vorliegt. Guten Morgen, Mr. Kepler. Tut mir leid, Grace, ich brauchte Sie heute leider früher als sonst. Das macht nichts. Ich war schon kurz im Büro. Ich habe hier ein oder zwei Sachen, die Sie umgehend erledigen sollten. Die Barclay-Fusion. Das muss noch warten. Im Augenblick geht eine wichtige persönliche Angelegenheit vor. Sie fühlen sich doch gut, Mr. Kepler. Ja, es geht mir gut. Wieso? Sie sehen erschöpft aus und wir haben Sie in den letzten Tagen nicht im Büro gesehen. Die Leute fangen an zu reden. Naja, das ist nicht mehr zu ändern. Dann sollen Sie eben reden. Ich habe heute einen schweren Tag vor mir. Ich kann mich doch auf Sie verlassen. Tja, selbstverständlich, Mr. Kepler. Gut, würden Sie dann freundlicherweise als erstes alle Termine für die nächsten paar Tage absagen? Aber das ist unmöglich. Grace, bitte tun Sie, was ich sage. Ich will keinen sehen, dass das klar ist. Danke. Kaffee, genau das, was ich jetzt brauche. Sagen Sie, Frau Kollegin, woher wissen Sie eigentlich so viel über mich?
Einen Klotz, einen egoistischen Klotz haben Sie mich doch genannt, nicht? Nein. Eigentlich sagte ich ignorant, nicht egoistisch. Das ist etwas anderes. Weil Sie nicht gekommen sind, musste ich nach Ihnen suchen. Toll. Sie scheinen eine richtige Klette zu sein. Das kann ja heiter werden. So schlimm wird's schon nicht. Ich bin Heather Dunnelly. Entschuldigen Sie, dass ich so grob war. Wo haben Sie bisher gearbeitet? Harvard, medizinische Fakultät. Und anschließend war ich in Los Angeles als Assistenzärztin mehrere Monate in einem Kinderkrankenhaus tätig. Da ich Hypnose in der Schmerztherapie anwende, bin ich dort zu Forschungen an krebskranken Kindern hinzugezogen worden. Großartig. Und wieso sind Sie hier? Also es geht um einen Ihrer Patienten, verstehen Sie? Joshua Morgan. Man hat bei uns angefragt, ob wir was bedeutet das? Josh ist mein Patient. Sie können keine Versuche an ihm vornehmen. Er ist kein Versuchskaninchen, er ist schwer krank. Ja, das ist mir sehr wohl bewusst. Und tatsächlich? Gut. Vielleicht wissen Sie aber noch nicht, dass Josh, als er zu uns kam, nicht reden wollte. Er hat sich geweigert. Und es hat mich Wochen gekostet, zu erreichen, dass er widerspricht. Der arme Junge wurde überall herumgereicht. Aber man hat dem Jungen nur wehgetan, sodass er keinem mehr vertraut hat. Jetzt vertraut er mir endlich und ich werde ihn nicht im Stich lassen. Ich denke, ich kann ihm helfen. Wirklich? Und was für eine Therapie soll das sein, hä? Etwas Hokuspokus, Ihre wunderbare Hypnose, mit der Sie alles heilen wollen. Dr. Roberts. Was tun Sie denn genau? Ich meine, was ist das? Wirkungsvolle daran, Zaubersprüche? Oder machen Sie geheimnisvolle Zeichen? Ist es das? Es tut mir leid, Sie verschwenden hier nur Ihre Zeit. Josh, machen Sie mir nicht verrückt. Kann ich Sie etwas fragen, Doktor? Bitte. Wie viele Tage arbeiten Sie schon durch? Was hat das mit dieser Sache zu tun? Das habe ich mir gedacht. Ich weiß natürlich, dass es immerhin möglich wäre, dass Sie tatsächlich so ein ungehobelter Klotz sind. Aber ein schlecht gelaunter, unausgeschlafener Arzt ist schon etwas Schreckliches. Besonders, wenn er nicht weiß, wovon er spricht. Was fällt Ihnen ein, so über mich zu urteilen? Das verbitte ich mir. Ich habe die Forschungsberichte gelesen. Ich habe den Fall ausführlich studiert und ich war nächtelang bei Joshua. Sie kennen ihn nicht einmal. Falsch. Ich habe vorhin mit Joshua gesprochen. Der Kleine glaubt doch in der Tat, dass Sie der Größte seit Superman sind. Und wie ich sehe, hängen Sie auch sehr an ihm. Hören Sie, Doktor, ich bin überzeugt, ich kann ihm helfen. Haben Sie vielleicht ein neues Medikament gegen Krebs? Nein, aber mit Hypnose kann ich ihm einige Begleiterscheinungen der Chemotherapie ersparen. Und Josh könnte lernen, sich teilweise selbst zu helfen. Dann wäre er weniger abhängig von fremder Hilfe. Also was ist daran so furchtbar für Sie? Was wohl? Hypnotisieren ist Charlatanerie. Ich überlasse doch keinen meiner Patienten. Entschuldigen Sie bitte. Scott, tut mir leid, dass wir stören. Wir müssen Sie dringend sprechen. Wir warten draußen. Nur ganz kurz. Nein, nein. Bitte, ist schon gut. Hören Sie, Doktor. Ich hatte meine erste Sitzung mit Joshua heute Morgen und es lief sehr gut. Deswegen ist die nächste schon um 11 angesetzt. Wenn Sie an dieser Sitzung teilnehmen möchten, dürfen Sie gerne kommen. Entschuldigen Sie mich. Armer Kerl, Sie sehen ganz schön erledigt aus. Vielen Dank. Was gibt's? Wir sind nicht sicher, aber es könnte sein, dass wir auf eine Spur in der Sache mit Ihrem Onkel gestoßen sind. Tut mir leid, aber meine Patienten gehen vor. Clark? Nein, nein, bereiten Sie alles vor. Ich bin schon unterwegs. Scott. Ich werde dringend gebraucht. Sie Scott, können warten, wenn Sie wollen. Entschuldigen Sie mich. Wir wollen doch nicht, dass du wie ein Penner aussiehst, wenn du Pamela besuchst. Ja, von jetzt an trage ich nie wieder etwas von der Stange. Es ist nicht zu glauben. Von Billigklamotten zum Designer-Outfit. Wer sagt's denn? Zum Glück haben sie unsere alten Kreditkarten noch akzeptiert. Liebling, glaub mir, von heute an brauchst du dir um so etwas Banales wie Geld nie wieder Sorgen zu machen. Die Hauptsache ist, dass es funktioniert. Du kannst sagen, was du willst. Diesen großen Erfolg habe ich nur irgendeiner meiner guten Taten zu verdanken. Welche gute Tat? Das muss in deinem früheren Leben gewesen sein. Ach, das ist doch Unsinn. Dass ich eines Tages etwas Großes leiste, habe ich schon immer gewusst. Aber Erpressung wird, soweit ich weiß, nicht im Guinness-Buch der Rekorde erwähnt. Das ändert sich. Ich werde Guinness anrufen, wenn ich reich bin, Hase. Oh nein, wenn wir das Geld haben, gibt es für uns viel Wichtigeres zu tun. Ich möchte, dass CC nie wieder Zugang zu Brandon hat. Ich habe es gesagt, dass er ihn immer wieder beeinflusst. Ja, Liebling, das kann ich gut verstehen. Wir kaufen uns ein Haus. Oder noch besser, wir bauen eins. Hör mal, Schatz, bevor du jetzt gleich den Architekten und die Maurer anrufst, würde ich gerne eine kleine Bitte aussprechen. Du kannst dir alles wünschen, ohne jede Einschränkung. Wirklich? Ja. Und was da? Unterdrück es. Was? Hase,
Bevor wir die Beute sinnlos verjubeln, könnte es nicht schaden, dass wir sie zuerst mal machen. Du bekommst schon noch den Nerz, die Yacht und alles andere. Na gut, ich tu, was du sagst. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du so eine Krämerseele bist. Das ist durchaus mein Ernst. Ich werde sehr unruhig, wenn ich sehe, dass du Dollarnoten hast, wo deine Pupillen sein müssten. Ich will nicht, dass du jetzt noch alles ruinierst. In Ordnung. Aber du musst jetzt los, oder willst du die liebe Pamela warten lassen? Du hast recht. Sehe ich gut aus? Wie ein Mann mit Stil. Viel Glück. Ist dort die Sunshine-Agentur? Ich interessiere mich für ein Haus. Nein, mir eine Villa. Seien Sie doch so nett und verbinden Sie mich mit Ihrem Chef, ja? Daddy? Entschuldigen Sie, es muss ja jetzt Mrs. Castillo heißen. Ja, hallo Grace. Ich habe Ihnen noch gar nicht zur Hochzeit gratuliert. Meinen Glückwunsch. Danke vielmals. Haben Sie vielleicht meinen Vater gesehen? Da geht es Ihnen wie mir. Ich suche ihn auch. Er hatte mich losgeschickt, um etwas zu erledigen. Ach, so wie dumm. Können Sie sich vorstellen, wo er ist? Nein, ich wünschte, ich könnte Ihnen behilflich sein. In der letzten Zeit hat sich Ihr Vater öfter unberechenbar verhalten. Das passt gar nicht zu seiner Art. Was meinen Sie damit? Naja, er hat mich gebeten, alle seine Termine abzusagen und ist lange nicht im Büro gewesen. Er hat alles auf Eis legen lassen, doch ein paar Dinge können nicht warten. Heute ist jemand extra aus Paris eingeflogen worden und Mr. Köpfel weigert sich, ihn zu treffen. Komisch, das klingt wirklich nicht nach meinem Vater. Hat er irgendwelche Gründe dafür genannt? Nein, er hat nur gesagt, dass es sich um eine persönliche Angelegenheit handelt, sonst nichts. Hallo? Hallo, Ted. Wahrscheinlich kann ich keinen besseren Empfang von dir erwarten. Lässt du mich trotzdem rein? Klar. Es ist eine schöne Wohnung. Danke. Kann ich dir was anbieten? Nein, ich möchte nichts. Ich komme vorbei, um mich zu entschuldigen. Ich habe dich gestern Abend nicht ausreden lassen. Ah. Du musst dich nicht entschuldigen. Doch, wir haben in der letzten Zeit nicht viel miteinander geredet und das ist mein Fehler. Alles läuft irgendwie falsch und ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Denn auch ich verstehe es nicht. Letzte Nacht hätte ich mit dir reden sollen, aber ich hatte den Kopf voll anderer Dinge, die mich einfach nicht in Ruhe lassen. Gut, das verstehe ich, aber wozu die Geheimnistuerei? Sag mir endlich, worum es geht. Das ist nicht so einfach, mein Junge. Nicht zu fassen, du weichst schon wieder aus, du wirst dich nie ändern. Wieso... Na, Schluss jetzt. Ich habe meine eigene Wohnung. Es kann mir egal sein, was du bei dir zu Hause machst. Falls es dich beruhigen sollte, Pamela ist auf meinen Wunsch hin gegangen. Sie ist endgültig fort. Es gibt also noch eine Chance, dass Mom zurückkommen wird? Das meinst du doch, oder? Ich meine nur, Pamela und ich haben uns getrennt. Und was deine Mutter angeht, denke ich, dass ich mir keine falschen Hoffnungen machen sollte. Sie ist glücklich mit dem Leben, das sie jetzt führt. Mach doch nicht immer wieder denselben Fehler. Wieso gehst du nicht zu ihr hin und sprichst mit ihr? Das kann doch nicht so schwer sein. Es ist zwecklos. Es geht um dich, nicht um deine Mutter und mich. Ich bin nur hierher gekommen, um dich zu sehen. Um mich zu entschuldigen. Ich bitte dich um Verzeihung. Oder ist es zu spät für uns, nochmal von vorn anzufangen? Nein, es ist nicht zu spät. Natürlich nicht. Ich liebe dich sehr, mein Junge. Ich möchte, dass du das niemals vergisst, was auch immer passieren mag. Denke daran. Ein
fünf Minuten muss ich zum nächsten Patienten. Mehr Zeit steht uns nicht zur Verfügung. Das reicht völlig aus. Wir haben die Hoffnung, dass Sie uns weiterhelfen können. Kennen Sie von früher jemanden namens Boomer? Wieso? Weil ein Zeuge Julia gestern erzählt hat, dass ihr Onkel Hell in der Nacht, in der er verschwand, nicht allein unterwegs war. Er hatte ein Kind, das er Boomer nannte, bei sich. Boomer ist... Das ist ein Spitzname. Onkel Hell hat mich damals immer so genannt. Das heißt, Sie müssen an dem Tag bei ihm gewesen sein. Das ist Unsinn. Daran müsste ich mich erinnern. Hat er denn noch jemanden so genannt? Es wäre doch denkbar, dass er nicht bloß Ihnen diesen Namen gegeben hat. Nein, nur mir. Und Sie, Sie wissen nicht mehr, dass Sie in dieser Nacht eine Autofahrt zusammen machten und Sie einen Autounfall hatten? Wie sollte ich mich daran erinnern? Das ist unmöglich. Ich war nicht da. Scott, der Mann, der diesen Unfall mit Ihrem Onkel gehabt hat, sagte aber, dass er sich an Sie erinnert. Sie waren sehr verängstigt. Es stürmte und es war dunkel. Mir ist klar, dass das lange her ist, aber denken Sie nach. Vielleicht fällt Ihnen irgendein Anhaltspunkt ein. Hören Sie, ich sage doch, ich erinnere mich wirklich nicht. Das ist nichts, was ich so leicht vergessen würde. Mein Onkel Hell hat mir näher gestanden als mein Vater. Dieser andere Autofahrer muss sich geirrt haben. Aber er kennt doch sogar Ihren Namen. Und wenn schon, ich war nicht da. Es ist Zeit, dass ich gehe. Entschuldigen Sie mich. Naja, dann hatte Mason wohl recht. Das war eine Sackgasse. Meinst du? Das wird sich noch zeigen. Du denkst doch nicht, dass er lügt. Also ich glaube nicht, oder doch? Keine Ahnung. Was machen wir jetzt, Boss? Bitte geh ins Büro des Staatsanwalts und wirf ein Auge auf Timmons, was er vorhat und was er so macht. Worum geht es dir? Was ist denn ganz besonders wichtig? Tut mir leid, das hätte ich erwähnen sollen, aber es muss unter uns bleiben. Pearl und ich sind auf ein paar Überreste, Knochen von einem Menschen gestoßen. Sie lagen unter dem Bootshaus. Ich habe so ein Gefühl, auch wenn ich noch nicht sicher bin, dass sie vielleicht von Hell Clark sind. Was hat Timmons denn mit diesem Fund zu tun? Naja, wie das Leben so spielt, sind die Knochen nicht mehr da. Und ich vermute, dass unser famoser Bezirksstaatsanwalt sie an sich genommen hat. Und wie viele Schlafzimmer hat das Haus? Das wird für uns aber nicht reichen. Mein Mann liebt Abwechslung. Aber wir könnten uns vielleicht den Leuchtturm ansehen. Hören Sie, wir unterhalten uns darüber an Ort und Stelle. Danke vielmals. Kannst du nicht anklopfen? Dann würde ich doch nie derartig interessante Dinge erfahren. Was, gehst du jetzt unter die Grundstücksspekulanten, Gina? Oder möchtest du mit diesen Fummeln ein eigenes Geschäft aufziehen? Du kommst doch sicher nicht ohne Grund. Sag schon, was du hier willst. Tja, eigentlich wollte ich dich gar nicht treffen. Ich hatte die Absicht, deinen reizenden Kies zu sehen. Allerdings habe ich vermutet, dass man ihn im Büro findet, wenn er wirklich so viel arbeitet, wie er sagt. Tja, und das macht er auch. Diese Clark-Sache, weißt du? Er ist damit voll ausgelastet. Was? Das ist ja hochinteressant. Ich habe mich auch etwas mit dieser Sache beschäftigt und habe gehofft, dass wir beide unsere Notizen vergleichen könnten. Dann musst du auf ihn warten. Nimm doch draußen Platz. Da gibt es auch Kaffee. Du könntest mir auf ein paar meiner Fragen vielleicht auch eine Antwort geben, Gina. Ich glaube nicht. Kies spricht beinahe nie über seine Arbeit. Auch kein Bettgeflüster? Hm? Da fallen uns nettere Dinge ein. Aber er hat erwähnt, dass er kurz davor steht, eine Mordanklage zu erheben. Ja, übrigens, das mit deinem Vater ist ja eine schreckliche Geschichte. Seine Ehe mit Sophia hat er nicht retten können und aus dem Versuch mit deiner Mutter ist ja wohl auch nicht viel geworden. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wirklich? Darüber spricht inzwischen die halbe Stadt. Die gute Pamela wohnt nicht mehr bei deinem Vater. Sie ist gestern Abend ausgezogen. Mr. Timmons, dass Sie so kurzfristig gekommen sind, weiß ich zu schätzen. Ja, ich werde schließlich dafür bezahlt, dass ich der Öffentlichkeit diene. Aber ich habe es nicht sehr oft mit jemandem aus Ihren Kreisen zu tun, wenn Sie verstehen, was ich meine. Was haben Sie denn für mich? Sie verschwenden keine Zeit mit Formalitäten. Wozu auch? Wir ersparen uns den Quatsch. Sie haben was, das ich will, und ich habe was, das Sie wollen. Wie wollen wir denn jetzt miteinander umgehen? Dann sage ich Ihnen, was ich will. Bitte, ich bin ganz Ohr. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie mir zusagen, dass ich nicht belangt werde. Und dafür stelle ich im Gegenzug Informationen zur Verfügung, an denen Sie schon sehr lange interessiert sind. Ja, und sonst? Des Weiteren verlange ich 60% des Betrages, den Sie von C.C. Capwell erpressen. 60% wovon? Kommen Sie, Mr. Timmons. Wir brauchen uns doch nichts vorzu. Was ich über C.C. Capwell weiß, wird ihm das Genick brechen. Sie werden doch ganz bestimmt zu Ihren eigenen Gunsten mitmischen wollen. Oh, haben Sie da eben etwas von Erpressung gesagt? Seien Sie bloß vorsichtig, das ist gefährlich. Ich muss dergleichen selbstverständlich strafrechtlich verfolgen.
Na ja, ich halte sie für ein kluges Kerlchen. Doch sie sollten mir vertrauen. Denn wenn dieses Spielchen hier läuft, Mr. Timmons, wird es so stattfinden, wie ich es will oder gar nicht. Unterschreiben Sie oder Sie werden nie zu einem Vermögen kommen. Was ist das? Ich brauche das als so eine Art Rückversicherung. Nur eine kleine Notiz für mich. Über Ihre Zusagen für meine Kooperation. Also los. Woher soll ich denn wissen, meine Gute, dass Ihre Geschichte tatsächlich etwas wert ist? Oh, was ich habe, ist etwas wert, Mr. Timmons. Ich weiß, wer Hal Clark getötet hat. Ah ja? Ja, ich habe alles genau gesehen. Sind wir im Geschäft? Wer ist es? Wenn Sie diesen Vertrag unterzeichnen, erfahren Sie alle näheren Umstände des Mordes an Hal Clark. Und sein Mörder ist C.C. Cavan. Hallo, ich bin's. Ja, Kane, und was gibt's? Ja gut, aber das dauert noch etwas, denn ich erwarte bei mir noch Besuch. Da ist er schon. Ja, bestimmt. Bis dann. Ben. Hallo. Ich hab Sie schon erwartet, bitte sehr. Sie sagten, dass Sie etwas Neues über meinen Bruder hätten. Ja, eine Kleinigkeit. Setzen Sie sich doch. Wir haben einen Zeugen gefunden. Der sagt, er hätte gesehen, dass Hal in der bewussten Nacht in Begleitung eines kleinen Jungen war. Ich wollte Sie fragen, ob Sie eine Ahnung haben, wer das war. Nein, keine Ahnung. Wieso? Könnte es nicht Scott gewesen sein? Nein, sicher nicht. Jedenfalls nicht in dieser Nacht, das wüsste ich. Sind Sie denn nicht sehr oft zusammen gewesen? Ja, das ist richtig. Sie verstanden sich gut. Sie waren ein Herz und eine Seele. Scott war viel mehr mit seinem Onkel am Strand draußen als zu Hause bei mir, ganz richtig, ja. Wirklich? Ja, doch ich glaube nicht, dass das so gut war, denn mein Bruder und ich waren verschiedener Meinung über die richtige Erziehungsmethode. Ich meine, er verwöhnte ihn immer und das fand ich gar nicht gut. Ja, aber das ist irgendwie natürlich, denn er war selbst kinderlos, das finde ich verständlich. Das kann schon sein, aber das war nicht in Ordnung, denn Scott war mein Sohn. Und wenn ich was verbot, ging er zu seinem Onkel und er sagte, mach's. Also ich weiß noch, wie er ihm mal erlaubt hat, Auto zu fahren. Dabei wären beide fast draufgegangen. So ein Leichtsinn. Ja, schon, aber ich kann verstehen, dass für ein Kind so ein Onkel der Größte ist. Ich möchte etwas mehr über ihn wissen. Erinnern Sie sich an den Abend, als Ihr Bruder verschwand, an irgendetwas Ungewöhnliches? Etwas, das er zu Ihnen gesagt hat oder etwas im Zusammenhang mit Scott? Nein, das Einzige, das mir einfällt, ist dieser Sturm und der war entsetzlich. Und das ist auch der Grund, wieso Scott ganz bestimmt nicht rausgegangen wäre, denn er hatte furchtbare Angst vor Blitz und Donner. Mein Gott, wie häufig habe ich ihn versohlt, weil er nachts rausgeschlichen ist und Hal am Strand getroffen hat, aber er wäre in dieser Nacht nicht rausgegangen, nicht bei diesem Sturm. Sind Sie da absolut sicher? Ja, das bin ich. Was soll diese Fragerei nach meinem Sohn und meinem Bruder? Finden Sie nicht, dass diese Frage für meine Ermittlung sehr wichtig ist? Nein, ich finde sie völlig nebensächlich. Sie wollen den Mörder von Hal finden, also fragen Sie Pamela Conrad und Sissy Capwell, was auch immer mit meinem Bruder geschehen ist. Sie können es ihnen verraten. Fragen Sie erst mal die beiden, dann können Sie mich wieder anrufen. Ich würde mich gerne noch etwas mit dir unterhalten, aber ich habe einen Termin und muss jetzt los. Ja, das habe ich gehört. Hast du vor, ein Haus zu kaufen? Nein, ich nicht. Ich helfe nur einem guten Freund. So, ich will dich nicht aufhalten. Ich warte dann hier auf Keith. Ich denke, dass er erst um 2 Uhr wieder im Büro sein wird. Oh, wenn das so ist, dann sollte ich in meinem Büro anrufen und Sie wissen lassen, wo ich zu erreichen bin. Das wird am besten sein. Darf ich von hier aus telefonieren? Sicher, warum denn nicht? Und schließ die Tür, wenn du gleich gehst. Natürlich. Es war schön, dich zu sehen, Mason. Ich hasse diese Perücke. Die steht mir viel besser. Ich weiß nicht, wo er bleibt. Ich bin bei Dad zu Hause. Grace hat gesagt, dass er früh losgegangen ist und ich fange an, mir Sorgen zu machen.
Oh, Kelly, ihr kommt gerade herein. Ruf mich später nochmal an. Was ist denn mit dir los? Ich habe mir Sorgen gemacht. Wo bist du denn gewesen? Ich sollte öfter verschwinden, wenn das bedeutet, dass ich dann so empfangen werde. Ist doch wirklich alles in Ordnung? Das ist es, alles bestens. Es geht nur um eine wichtige geschäftliche Angelegenheit, die nicht aufgeschoben werden kann. Das ist alles, eine Menge Kleinkram. Ich bin schon spät dran. Aber Grace hat gesagt, du hättest heute alle Termine gestrichen. Ja, weil diese Sache besonders wichtig ist, wurden sie abgesagt. Es wäre besser, wenn du jetzt nach Hause gehst. Aber ich hatte gehofft, wir würden miteinander sprechen. Ich habe gehört, dass Pamela ausgezogen ist. Grace hat also geplaudert. Ist sie ausgezogen? Ja, gestern. Können wir das Thema nicht verschieben. Aber es tut dir bestimmt gut, Liebling, wenn du... Liebling, bitte. Ich bin beschäftigt, aber darüber reden wir noch. Sei ehrlich, geht es dir gut? Ja, was sonst? Dann hat sie ihn einfach in der Blutlache liegen lassen. So, wie er hingefallen war. Schöne Geschichte. Aber was ich höchst erstaunlich finde, ist ihre lebhafte Erinnerung an die Fülle von Details nach so vielen Jahren. Ach, so etwas kann man niemals vergessen, Mr. Timmons. Ja, das fühle ich Ihnen lebhaft nach. Na gut. Ich verstehe nur eins nicht. Inzwischen sind fast 30 Jahre vergangen und erst jetzt rücken Sie mit der Geschichte raus. Wieso? Ganz einfach. Ich bin ein normaler Mensch, der daran interessiert ist, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Ah ja, aber Ihrem Gewissen hat es fast 30 Jahre lang überhaupt nichts ausgemacht, den Mord zu vertuschen. Das ist hochinteressant. Ihr Motiv ist nicht Gerechtigkeit. Sie wollen sich bloß an CC rächen. Ich weiß nicht, was Sie eigentlich meinen. Oh, nicht doch. Das ist eine so abgeschmackte Formulierung. Es gibt niemanden in der Stadt, der nicht Bescheid weiß, wieso Sie hier sind. Sie sind scharf darauf, CC wieder zu heiraten. Und nun behaupten Sie, dass CC ein Mörder sei. Das finde ich eine komische Art zu zeigen, was Sie für ihn empfinden. Aber vielleicht hat der Mann Sie einfach abblitzen lassen, ne? Ersparen Sie mir diesen psychologischen Unsinn. Mit meiner Hilfe werden Ihre kühnsten Träume bald wahr werden. Ich liefere Ihnen einen Augenzeugenbericht. Detailliert und unterzeichnet. Doch die ganze Ehre und der ganze Ruhm bleiben natürlich für Sie. Eine gewisse finanzielle Entschädigung selbstverständlich auch. Also, dieser Brief enthält eine genaue Schilderung, wie die Tat damals vor sich gegangen ist. Und wenn Sie das hier unterzeichnen, mein Schutzbrief sozusagen, unterschreibe ich ihn für Sie und Sie werden bald reich. Wollen wir doch mal sehen. Ich verschaffe Ihnen also Straffreiheit und Sie erhalten 60% von allem, was ich mit CC ausmache. Ich bitte Sie, das ist doch ein bisschen unverschämt, ne? Das lässt Ihnen noch 40%. Ich meine 40% von CC Catwells Einfluss und Geld. Das heißt Immobilien, Aktien und Macht. Also ich finde, das ist ganz schön viel. Oder wir lassen die Sache einfach. Ohne mich, da haben Sie gar nichts. Mit mir können Sie außerordentlich reich werden. Ja. Sie haben die Wahl. Das ist nicht so einfach. Hier steht Ihr Wort gegen seins. Damit kann ich nicht mal Anklage erheben. Oh. Doch, das können Sie ohne weiteres. Ich habe einen Beweis. Hal Clarks Schädel, die Kugel steckt immer noch drin. Hey, da wünsche ich Sie also doch noch so ein Glück. Kann ich Sie kurz sprechen? Sonst geben Sie ja keine Ruhe. Stimmt. Ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen, dann können Sie mich rausschmeißen. Also, wenn Sie wieder nach diesem Abend fragen wollen, verschwenden Sie nur Ihre Zeit. Ich sagte Ihnen schon, dass ich nichts darüber weiß. Aber Sie müssen doch damals irgendwo gewesen sein. Ich bitte Sie, Cruz. Wir reden hier über etwas, das fast 30 Jahre her ist. Können Sie mir sagen, wo Sie in dieser Nacht gewesen sind? Naja, vermutlich nicht, aber so wie es aussieht, waren die Umstände in dieser Nacht ziemlich außergewöhnlich. Der Sturm war wohl der schlimmste, der jemals hier getobt hat. Ja, das wird wohl stimmen, wenn Sie es sagen. Ihr Vater sagt, dass Sie sich von Zeit zu Zeit ohne seine Erlaubnis verdrückt haben und Ihren Onkel Hal am Strand getroffen haben. Vielleicht waren Sie damals bei ihm. Nein, das ist ausgeschlossen. Bei einem Sturm ging ich nie raus. Hören Sie, Ich kann mich an viele Tage erinnern, klar, so als wäre es gestern gewesen. Doch an diesen nicht. Tut mir leid, aber da ist keine einzige Erinnerung. Da muss irgendwo eine Erinnerung an diesen Abend sein. Glauben Sie etwa, dass ich Sie anlüge? Nein, nein, ich sagte nicht, dass Sie lügen. Bitte verzeihen Sie mir. Das wollte ich damit nicht andeuten. Ich glaube, dass Sie etwas wissen, doch Sie haben es verdrängt. Irgendwo in Ihrem Unterbewusstsein ist es versteckt. Es muss so sein. Also, da war ein Kind im Wagen. Es war so alt wie Sie. Und sein Spitzname war Boomer. Und wieso ist das wie weggewischt?
Wer weiß. Möglicherweise hat sie damals etwas erschreckt. Vielleicht waren sie sogar bei dem Mord dabei. Und wenn das der Fall sein sollte, dann kann ihnen niemand einen Vorwurf machen, dass sie das Ganze verdrängt haben. Hände hoch! Musste das sein? Das kostet mich wahrscheinlich 10 Jahre meines Lebens. Was tust du denn da? Ich schnüffle in Kies Sachen. Eden hat mich dazu verdonnert. Und hast du was gefunden? Oh, eine Menge. Ein Päckchen alten Kaugummi, ein paar Kondome und obszönes Spielzeug und sowas. Ich würde mir an deiner Stelle die Hände waschen. Das habe ich schon. Und du, weißt du schon irgendwas über Boomer? Hast du was rausbekommen? Nein, auch auf die Gefahren, dass du sagst, siehst du, ich wusste es doch. Das würde ich nie tun. Oh, na gut. Es hat sich herausgestellt, dass Boomer und Scott ein und dieselbe Person sind, aber er kann sich an nichts erinnern. Cruz ist gerade bei ihm, aber ich glaube nicht, dass es was nützt. Es ist Zeit, dass wir diese Detektivspielchen endlich sein lassen. Und Keith bringt das in seinem Sinn zu Ende, vergiss es. Übrigens geht es auch um deine Eltern, die zwei sind in den Fall verwickelt. Also manchmal denke ich, dass ich außerordentliches Pech habe, dass ich kein Waisenkind bin. Jedenfalls ist da irgendetwas im Busch und ich will wissen, was es ist. Cruz ist auf einige Menschenknochen im Bootshaus gestoßen. Er vermutet, dass sie von Herr Clark sind und Keith jetzt haben könnte. Er meint, er wird sie für eine Erpressung benutzen. Wohin, sagtest du, ist Keith gegangen? Das sagte ich doch gar nicht und ich weiß es auch nicht. Aber da ist mir eben etwas eingefallen. Ich muss noch mal weg. Ich rufe dich später an, ja? Mason! Ja, ich schicke die schriftliche Überweisung per Telex, aber warten Sie nicht so lange, sondern transferieren Sie 1 Million Schweizer Franken auf mein persönliches Konto. Nein, das sollte noch vor Geschäftsschluss geschehen. Es gibt aber noch eine Überweisung von 1 weiteren Million Dollar in den nächsten Tagen. Erledigen Sie das. Ja, das geht in Ordnung. Ihre Sekretärin sagte, ich bräuchte nicht zu warten. Also, Cici? Dann legen Sie mal los.